Ich arbeite jetzt bei Lieferservice circa ein Jahr. Eigentlich habe ich mir das ein bisschen auch schwerer vorgestellt, aber im Endeffekt mit einem Elektrobike, das erleichtert uns eigentlich den Job. Ist nicht mehr so wie früher, dass man angerufen hat, das Restaurant, und dann bitte essen. Wir kriegen die Aufträge von Deutschland, weil ja Deutschland die Hauptzentrale ist, kriegen wir die Aufträge über die App vermittelt, kriegen da automatisch eine Benachrichtigung, dass wir das Essen vom Restaurant abholen und dann später zu dir nach Hause bringen. Ohne der Digitalisierung hätten wir ja keinen Job. Bei unserer App können wir ja dann die Bestellung gleich wissen, wir können gleich die Bestellungen hinführen, wir werden auch geleitet von einer Google Maps Ortung. Hier in Wien haben wir über 300 Mitarbeiter, Teilzeitkräfte, geringfügige und Vollzeit auch. Ja. Flexible Arbeitszeiten, man kann auch selbst dann die Zeiten eingeben. Bei Lieferservice ist der Vorteil, kriegen wir nach Stunden bezahlt, nicht nur pro Auftrag, was bei vielen anderen Unternehmen pro Auftrag ist. Die Dispo, die in Deutschland sitzt, schaut ja auch, dass wir nicht unter Stress das Essen zum Kunden bringen. Ja, wenn wir uns selber stressen, hat das Unternehmen jetzt auch nichts davon. Wir haben schon öfters jetzt Kündigungen abwehren können. Wir planen, dass wir heute mit der Gewerkschaft ja gemeinsam den Kollektivvertrag ausarbeiten. Natürlich, wenn man jedes Mal die Stiegen rauf und Stiegen runter geht, bleibt man ja fit.